Hallo und willkommen zu meinem 211. Flohmarkt. Den werde ich jetzt hier schon mal im Vorfeld aufzeichnen. Heute ist Freitag, ihr seht das natürlich am Montag. Nichtsdestotrotz will ich erstmal den letzten Flohmarkt auflösen. Im letzten Flohmarkt hatten wir ja zwei PC-Karten, Karten zum Einstecken in den PC. Einmal eine WLAN-Adapterkarte und einmal eine Adapterkarte, über die ihr nochmal zusätzliche Festplatten mit eurem PC verbinden könnt. Diese beiden Karten sind weggegangen. Es haben sich doch einige für diese Hardware interessiert. Und wer diese Hardware bekommt, seht ihr unten in der Videobeschreibung. Dort werde ich euch einfach mal die beiden, nennen wir es einfach mal Gewinner, auch wenn es eine Verschenkungsaktion ist, hier quasi aufführen. Wenn du wie auch immer, werden ihr euch hier unten unter dem Video seht, das heißt, ihr seid einer der beiden Gewinner, nehmt ihr bitte schnellstmöglich mit mir Kontakt auf, so dass ich euch eure Artikel so schnell wie möglich zusenden kann. Bitte schreibt mir eine E-Mail über meine bekannte E-Mail-Adresse, die findet ihr in meinem Impressum oder sonst wo auf meinen Seiten, ist ja überall bekannt, ersichtlich, und schreibt mir bitte dort eure Adresse, an die ich dann dementsprechend das Produkt an euch senden kann. Bitte schreibt in dem Betreff, was ihr gewonnen habt, die WLAN-Karte oder die SATA-Karte, sodass ich euch auseinanderhalten kann und nicht auszusehen dann die Lieferung vertausche. Ich werde euch auch nochmal in den Kommentaren unter dem letzten Max-Flohmarkt anschreiben, sodass ihr wisst, dass ihr gewonnen habt und sodass ihr dann auch dementsprechend darüber informiert werdet. Bitte schreibt mich innerhalb der nächsten 7 Tage, nicht Werktage, 7 reguläre Tage an. Wenn ihr das nicht schafft, verfällt der Anspruch auf den Gewinn und ich werde ihn dann dementsprechend in einem anderen Flohmarkt wieder anbieten. So, das war es dann auch im Großen und Ganzen zu diesen beiden Gewinnern. Aber heute habe ich auch wieder was Schönes für euch mitgebracht. Ich muss mal schnell rüber zu meinem Tisch laufen. Dort habe ich es nämlich liegen. Das wäre hier dieser Dimmer. Hierbei handelt es sich um einen smarten, intelligenten Dimmer. Den hatte ich auch schon mal auf M1 Molta in einem Video vorgestellt. Dieses verlinke ich euch einfach mal hier oben unter dem i. Da seht ihr, wie ihr das Gerät anschließen müsst oder könnt. Und wenn ihr diesen Dimmer benötigt, ich mache ihn mal auf, wenn ich den Karton jetzt ohne ihn zu zerstören überhaupt aufkriege. Er liegt nämlich hier bei mir jetzt schon längere Zeit rum und ich habe ihn nicht eingebaut, brauche ihn nicht. Und deswegen wäre es doch schade, ihn jetzt wegzuschmeißen. Und einer von euch kann sowas Schönes bestimmt brauchen. Ihr seht, wir haben hier einen Schalter, einen Taster. Hiermit könnt ihr dann eure Lampen, Lichter, was auch immer einschalten und dann dementsprechend auch dimmen. Hier drin ist so eine kleine LED. Da sieht man dann wahrscheinlich auch, wie der gedimmt ist. Und hier habe ich dann auch nochmal die Bedienungsanleitung. Hier seht ihr, wie der Dimmer angeschlossen wird. Das seht ihr übrigens auch in meinem Video. Aber ich werde euch einfach mal den Anschlussplan hier reinhalten, wenn ich jetzt gerade die deutsche Version finde. Na, wo ist es denn, wenn nicht? Anschlussplan ist ja mehrsprachig egal. Können wir auch eine andere Sprache nehmen. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hier seht ihr den Anschlussplan auch in Deutsch. Ich halte ihn mal in die Kamera. Und so könnt ihr sehen, wie der Dimmer angeschlossen wird. Jeder, der sich eigentlich damit auskennt, müsste das hinbekommen und mit dem Plan sowieso. So könnt ihr dann dementsprechend diesen Dimmer hier bei euch anschließen und eure Geräte damit dimmen. Vorteil, dieser Dimmer kann natürlich dann auch mit einer App gekoppelt werden. Und so könnt ihr dann natürlich auch aus der Ferne eure Geräte dimmen und fernsteuern. Die App ist hier in der Bedienungsanleitung beschrieben. Da ist ein QR-Code drin, den scannt ihr oder die findet ihr einfach im Google Play Store oder dementsprechenden Stores, um sie dann auf euer Smartphone herunterzuladen. Also wer Interesse an so einem Dimmer hat, Wert so eines Dimmers liegt im Schnitt zwischen 20 bis 45 Euro. Ich habe jetzt aktuell nicht nachgeschaut, aber wer Interesse an diesem Gerät hat, schreibt es mir doch bitte unten in die Kommentare. Bevor ihr hier mitmacht, wir sind hier in Deutschland, was also bedeutet, das hier wird als Auslobung gesehen. Also bitte schaut unten in die Videobeschreibung, dort habe ich euch einige Bedingungen nochmal aufgeschrieben. Lest diese Bedingungen durch. Nur wenn ihr mit diesen Bedingungen einverstanden seid, macht ihr bitte mit. Wenn ihr den Kommentar schreibt, könnt ihr mir gerne reinschreiben, wofür ihr den Dimmer braucht. Und ganz wichtig, ihr müsst hineinschreiben, ich stimme den Bedingungen zu. Nur wer den Bedingungen zustimmt, kann hier mitmachen und kann dann dementsprechend auch dieses Gerät eventuell bekommen. Bis wann habt ihr dafür Zeit? Ganz einfach, ich verlinke euch den oder blende euch den Einsendeschluss wie gehabt hier oben ein. Das seht ihr ihn. Bis dahin habt ihr Zeit zu kommentieren. Wer danach kommentiert, wird nicht mehr berücksichtigt. Am Montag nach diesem Einsendeschluss werde ich dann die Geschichte hier auflösen und ihr erfahrt,
wer diesen schönen Dimmer bekommt und was es dann als nächstes hier in meinem Flohmarkt bekommt. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende dieses Flohmarkts angelangt. Ich wünsche euch hier an dieser Stelle noch eine schöne, angenehme Restwoche und man sieht sich im nächsten Video. Tschüss, euer Marc auf YouTube.